Meine sehr verehrten Damen und Herren, es freut mich sehr, Sie heute im Namen des Deutschen Filmmuseums und auch im Namen des Forschungszentrums Historische Geisteswissenschaften zu unserem dritten Filmabend in der Reihe Deutscher Herbst 1977 begrüßen zu dürfen. Heute zeigen wir, wie Sie sicher wissen, den Film Deutschland im Herbst von 1978, der den Ereignissen und der politischen Stimmung im September und Oktober 1977 überhaupt erst den heute bekannten und im Titel unserer Filmreihe aufgegriffenen Namen verlieh. Dass er in der Mitte der Filmreihe platziert ist, ist also nicht ganz zufällig. Die Einführung übernimmt heute Dr. Ilka Brombach von der Filmuniversität Babelsberg, die ich ebenfalls sehr herzlich begrüßen möchte. Frau Brombach promovierte 2014 an der Freien Universität Berlin zur Geschichte und Ästhetik des deutschen Autorenfilms. Ebenfalls seit 2014 forscht sie im DFG-Projekt zur regionalen Filmkultur in Brandenburg als Leiterin des Teilprojekts zum Studentenfilmarchiv der Filmuniversität. Frau Brombach ist aber nicht nur eine Expertin für den deutschen Autorenfilm. Als Leiterin von Moving History, des Festivals für den historischen Film, das im September diesen Jahres Premiere feierte und am Filmmuseum Potsdam stattfand, ist sie auch bestens mit der Thematik der RAF und des deutschen Herbstes im Film vertraut. Denn das Potsdamer Festival widmete seine erste Ausgabe eigentlich derselben Thematik wie unsere Filmreihe. Unter dem Titel »Keine Stille nach dem Schuss« 1967 »Der deutsche Herbst und die RAF« befasste sich Moving History intensiv mit der filmischen Wahrnehmung eben jener Ereignisse und Entwicklungen, die von den studentischen Protesten über die Gründung und Entwicklung der RAF führten und deren Folgen bis heute nachgezeichnet werden können. »Deutschland im Herbst« bildete dabei einen der Filme des Abschlusstages des Filmfestivals. Im Anschluss an den heutigen Film haben Sie auch Gelegenheit, im Foyer oben noch eine kleine Diskussions- und Fragerunde zu veranstalten, falls Sie möchten. Liebe Frau Brombach, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind und übergebe Ihnen nun gerne das Wort. Ja, vielen Dank für die netten einführenden Worte und die Vorstellung. Ich darf Sie nun meinerseits noch mal ganz herzlich begrüßen heute Abend. Ich habe die große Freude, Ihnen den Klassiker zum Thema Deutscher Herbst vorstellen zu dürfen. Deutschland im Herbst, der 1978 im Februar auf der Berlinale im Rahmen des Wettbewerbsprogramms Premiere hatte und ein Gemeinschaftsfilm von 11 Filmemachern und Filmemacherinnen ist, nämlich von Rainer Werner Fassbinder, Alexander Kluge, Volker Schlöndorff, Alf Brustelin, Hans-Peter Kloß, Beate Meinker-Jellinghaus, Maximiliane Meinker, Edgar Reitz, Katja Ruppe, Peter Schubert, Bernhard Sinkel, um sie mal alle zu nennen, sonst wird das immer abgekürzt. Der Film gehört für viele derjenigen, die bewusst den deutschen Herbst damals miterlebt haben, besonders für die vielleicht, die sich damals zum linken Milieu dazugehörig gefühlt haben, vermutlich zum kollektiven Erinnerungsgut. Der Film war Teil der unmittelbar nach dem Herbst in den Monaten stattfindenden Selbstverständigung über die Ereignisse. Und möglicherweise ist der ein oder andere im Saal, der den Film damals gesehen hat. Und möglicherweise, in Potsdam war das so, es kamen einige im September, die ihn auch das erste Mal jetzt wieder gesehen haben. Deutschland im Herbst entstand damals auf Anstoß des Produzenten Theo Hinz hin. Theo Hinz vom Filmverlag der Autoren, der den Film dann auch finanziert hat, der einige Regisseure des neuen deutschen Films direkt nach den Ereignissen im Oktober 1977 ansprach, sich für ein solches Filmprojekt zusammenzuschließen und zu engagieren. Volker Schlöndorff und Alexander Kluge gehörten zu denjenigen damals, die sofort mit dem Projekt begannen und nur wenige Tage, nicht mal eine Woche nach den Ereignissen zunächst die Beerdigung Hans-Martin Schleyers und kurz darauf die Beerdigung Gudrun Enslins und Andreas Baders und Jan-Karl Raspes auf dem Dornhallen-Friedhof in Stuttgart dokumentierten.
Die Szenen der beiden Beerdigungen bilden den Anfang und den Schluss des Films und rahmen ihn gewissermaßen. Als nächstes drehte Rainer Werner Fassbinder, es wird immer kolportiert, an nur einem Wochenende, so schnell war er, seinen Filmteil, für den er Szenen aus seinem Privatleben nachstellte, aus seiner Wohnung, mit seiner Mutter, mit seinem Freund, und die ihn zeigen, wie er auf die Nachrichten am 17. und 18. Oktober, auf die Befreiung der Landshut und den Tod der Inhaftierten in Stammheim reagierte, emotional und diskutierend reagiert hat. Kurz darauf sprach Volker Schlöndorff, der gerne auch eine weitere fiktionale Szene für den Film beitragen wollte, Heinrich Böll an, fragt ihn für eine literarische Vorlage an. Heinrich Böll schrieb darauf den Drehbuchentwurf, die verschobene Antigone, der dann tatsächlich die Vorlage für einen weiteren Teil von Schlöndorff war. Weitere Episoden im Deutschen Herbst stammen einerseits nochmal von Alexander Kluge, verschiedene Collagen zum Zusammenhang des Deutschen Herbstes mit anderen Ereignissen der deutschen Geschichte, dann von Edgar Reitz, der Szenen von den Schikanen bei den Polizeikontrollen an der innerdeutschen Grenze inszenierte. Szenen, die den damaligen, damals jungen Bundesbürgern, glaube ich, sehr vertraut waren. Außerdem drehte das Theaterkollektiv Rote Rübe, nämlich es drehte jene Situation, und spielte sie durch, variierte sie, von der damals ganz oft zu reden wäre, nämlich diese als ob oder was wäre wenn Situation, was wäre, wenn einer der untergetauchteten RAF-Terroristen bei mir klopfen würde und um Hilfe, um eine Übernachtung bitten würde. Des Weiteren gehören zu dem Film ein Interview mit Horst Mahler im Gefängnis, dem Mitbegründer der RAF, geführt von Alf Brustelin und Bernhard Sinkel, sowie ein Auftritt des Liedermachers Wolf Biermann, der gerade mal ein Jahr zuvor aus der DDR ausgebürgert wurde. Schaut man sich die Beteiligten an, Biermann, Mahler, Schlöndorff, Kluge, Fassbinder, wundert es gar nicht, dass das Filmprojekt auch schon direkt während der Dreharbeiten eine große öffentliche und mediale Aufmerksamkeit erhielt, über die personelle Zusammensetzung, über mögliche Inhalte, aber auch über die Differenzen zwischen den Regisseuren wurde in der Presse vielfach berichtet und spekuliert. Dann, nach der Uraufführung im Februar 1978, gab es eine ganz breite Berichterstattung. Im Grunde jede Zeitung hat über diesen Film geschrieben, bei der sich, wie man das auch vermuten konnte, die damals bestehenden Lager auch an diesem Film bildeten. Die einen warfen dem Film undemokratische Raffnaher Gesinnung vor, kritisierten vor allen Dingen den Fassbinder-Beitrag, während die anderen positiv reagierten und den Film vor allen Dingen als ein authentisches Dokument des deutschen Herbstes werteten, das typischer Begriff damals Gegeninformation liefere, zur Reflexion, zum Nachdenken anregen würde. Hier zwei Presse-O-Töne, um die nochmal ins Ohr zu bekommen. Der Tagesanzeiger Zürich schrieb am 7.3.78, ein Film, der die Scham und die Niedergeschlagenheit weiter deutscher Kreise nicht noch vertieft, sondern Mut macht, die eigenen Einschätzungen der politischen Situation zu artikulieren. Der Bayern-Kurier schrieb kurz darauf, der Film deckt am besten den Widerspruch auf, in dem er selbst steckt, denn eben die Demokratie der Bundesrepublik, die hier angegriffen wird, verkraftet und duldet, im Gegensatz zu den kommunistisch regierten Staaten im Rahmen ihres Meinungspluralismus, selbst Filme wie diesen. Schaut man sich den Film selbst oder die Aussagen der Regisseure dazu an, so kann man feststellen, dass sie ihrerseits keineswegs naiv mit Fragen von Presse, Medien, Öffentlichkeit umgegangen sind, sondern das Filmprojekt selbst als eine Art Intervention im Raum der medialen Öffentlichkeit verstanden haben.
Alexander Kluge hat in einem Interview später das Anliegen des Films folgendermaßen reformuliert. Der Kerngedanke war nicht, Meinungen zu veröffentlichen, sondern Gegenöffentlichkeit herzustellen. In dem Moment nämlich, in dem wir die Öffentlichkeit verlieren, haben wir einen Bürgerkrieg. Natürlich steckt auch seine eigene theoretische Beschäftigung mit dem Begriff der Öffentlichkeit, seine Beschäftigung mit Habermas, seine Arbeit Öffentlichkeit und Erfahrung mit Oskar Negt dahinter. Aber schaut man auf den Film selbst, so glaube ich, kann man diese Aussage auch so verstehen, dass der Film gewissermaßen im Kino einen Ort der Verständigung über die Ereignisse des deutschen Herbstes schaffen wollte, der jenseits der bestehenden Medienöffentlichkeit, Fernsehen, Presse liegen sollte. Hintergrund für diese Forderung nach einer Gegenöffentlichkeit stellte sicher zum einen die durch die Medien mitverantwortete Polarisierung der Gesellschaft ab Beginn der 1970er Jahre. Da gemeint ist hier unter anderem die Bezeichnung von Intellektuellen und Künstlern wie Heinrich Böll als Sympathisanten, die Verleumdung auch solcher Leute durch weite Teile der Presse. Zum anderen hatte es während des Herbstes 77, daran hat kürzlich die Medienwissenschaftlerin Svea Breunert erinnert, während der Schleierentführung eine Art Selbstzensur der deutschen Medien gegeben. Man sprach missverständlich auch von Nachrichtensperre, die unter anderem dazu geführt hatte, dass zum Beispiel die Schleiervideos und Bilder, die maßgeblich das Bildgedächtnis des deutschen Herbstes prägen, erst nachträglich, also nach der Ermordung, bekannt geworden und publiziert worden sind. Deutschland im Herbst versuchte dennoch nicht, wie man jetzt annehmen könnte, eine Rekonstruktion der Ereignisse des deutschen Herbstes oder eine Aufklärung darüber zu betreiben. Die Ereignisse, ich nenne sie kurz für diejenigen, die damit vielleicht doch nicht so vertraut sind, waren erst einmal sozusagen als unmittelbar dem Herbst vorausgehend im Frühjahr und Sommer 77 die beiden Morde im April und Juli, einmal an Generalbundesanwalt Sigrid Buback und einmal an Vorstandssprecher der Dresdner Bank Jürgen Ponto. Dann der Beginn des Herbstes des Eigentlichen, die Entführung des Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer am 5. September 1977, mit dem 11 inhaftierte RAF-Mitglieder freigepresst werden sollten. Als das zu misslingen sollte, dann die Entführung der Lufthansa-Maschine Landshut am 13.10. durch palästinensische, mit der RAF befreundete Terroristen, welche beendet wurde durch die Stürmung durch die GSG 9 am 17. Oktober. Dann die Nacht vom 17. auf den 18. Oktober, in der in Stuttgart-Stammheim Gudrun Enslin, Andreas Bader, Jan-Karl Raspe starben und Irmgard Möller lebensgefährlich verletzt wurde. Und sozusagen als Schluss dieser Tage die Ermordung Hans-Martin Schleyers im Anschluss an die gescheiterte Flugzeugentführung und das Auffinden seines Leichnams am 19.10. in Mühlhausen im Elsass. Wenn man Deutschland im Herbst nun auf seinen Anspruch hin anschaut, Öffentlichkeit herstellen zu wollen angesichts dieser Ereignisse, so findet man zwar eben keine Rekonstruktion oder Investigation von Fakten. Was der Film macht, ist stattdessen eine reflektierende, kritische Haltung gegenüber den Medien einzunehmen, die sich tatsächlich über mehrere Filmbeiträge hin erstreckt. So sind zum Beispiel in den Szenen der Beerdigung auf dem Dornhaldenfriedhof die Kameras von Kluge und Schöndorf so postiert, dass sie auch die Fernsehreporter und Journalisten ins Bild rücken, die sich hier noch auf eine Beerdigung wie auf irgendein spektakuläres Ereignis stürzen. Auch Fassbinders Beitrag geht zunächst einmal von einer solchen medienkritischen Haltung aus, indem er zunächst ein fiktives Fernsehinterview mit ihm selbst nachstellt,
dass er dann in der Folge und innerhalb einer Spielszene zurückziehen will. Explizit wird das Anliegen dann in Schlöndorffs und Bölls Antigone-Teil, der direkt in einer Medienanstalt spielt und das Thema der Zensur und Selbstzensur behandelt. Tatsächlich geht der Film in Sachen Reflexion des Themas Meinungsfreiheit, Öffentlichkeit noch weiter. So diskutiert zum Beispiel Fassbinder mit seiner Mutter, inwiefern angesichts der hysterisierten Situation des deutschen Herbstes überhaupt eine freie Meinungsäußerung noch möglich ist. Und dann, indem er sich nackt telefonierend, übergebend inszeniert, deutlich macht, inwiefern die Grundlage funktionierender Öffentlichkeit in Gefahr gerät, sobald staatliche Gewalt ihre demokratisch legitimierten Grenzen zu überschreiten droht. Was, so stellt sich die Frage, interessiert uns 40 Jahre nach dem deutschen Herbst an diesem Film? Welches Nachleben hat er über die 4 Jahrzehnte hinweg gehabt? Ich würde sagen, ein dreifaches Nachleben. Zunächst ist es der Film, der als Zeitdokument des deutschen Herbstes oft behandelt worden ist. Die dokumentarischen Bilder von der Trauerfeier für Hans-Martin Schleyer und von den Beerdigungen wurden in Buchpublikationen und in zahlreichen Filmdokumentationen zum Thema Deutscher Herbst wiederverwendet. Darüber hinaus galt Fassbinders Beitrag als Dokument der Stimmung nach den Ereignissen. 10 daraus wurden in diesem Sinne ebenfalls vielfach wiederverwendet, unter anderem in Une Jeunesse Allemande, den Sie hier in dieser Reihe bereits sehen konnten, und auch zum Beispiel in einem ganz aktuellen Dokumentarfilmprojekt von Felix Möller, Sympathisanten Unser deutscher Herbst, der gerade geschnitten wird, noch nicht ganz fertig ist. Ja, darüber hinaus, also außer dass er als Zeitdokument gilt, ist er natürlich als Kinofilm und aufgrund der Regisseure, die an ihm beteiligt waren, ein Stück Filmgeschichte. Er gilt als einer der Schlüsselwerke des neuen deutschen Films und wurde daher im Zusammenhang der Filmgeschichte vielfach von Filmwissenschaftlern rezipiert und interpretiert. Am intensivsten wahrscheinlich von dem amerikanisch-deutschen Filmwissenschaftler Thomas Elsässer, der ihm ein ganzes Buch Terror und Trauma gewidmet hat. Die Diskussion in der Filmwissenschaft von Deutschland im Herbst war durchaus sehr kontrovers über die Jahrzehnte hinweg. Unter anderem wurde diskutiert, was man denn mit dem Ende des Films anfangen soll, wie man den interpretieren soll. Volker Schlöndorff hat dort auf die letzten Aufnahmen von der Beerdigung der RAF-Mitglieder das Stück von John Bass, Here's to You, diese Szene damit unterlegt, indem es um die beiden durch einen Justizmord zu Tode gekommenen Anarchisten Sacco und Vanzetti ging. Ebenso kontrovers wurde dieser Film insgesamt, er wurde oftmals als Synonym dann ab den 80er und 90er Jahren für das deutsche Autorenkino insgesamt genommen und auch kritisiert. Es wurde gefragt, inwiefern der politische Aufbruch und auch der ästhetische, künstlerische Aufbruch denn ein gelungener gewesen sei, dieses Autorenkinos, und inwiefern man das an diesem Film festmachen oder das Misslingen dieses Aufbruchs beklagen müsste. Auch in den letzten Jahren wieder wurde der Film in der Filmwissenschaft viel diskutiert von einer jüngeren Generation von Filmwissenschaftlern, jetzt im Zusammenhang mit der Frage, wie man mit dem Erbe des Autorenfilms heute umgeht und umgegangen ist, einerseits, und andererseits im Zusammenhang mit erinnerungskulturellen Fragen, welche Rolle hat dieser Film und andere Filme im Hinblick auf die Erinnerung an den deutschen Herbst gespielt. Und das ist sozusagen das dritte Nachleben dieses Films, in einer Reihe von Filmen zu stehen, die sich nach Deutschland im Herbst mit dem Thema dieses Herbstes beschäftigt haben. Dazu gehört natürlich unter anderem Die bleierne Zeit von Margarete von Trotter,
Margarete von Trotter war bei den Dreharbeiten von Deutschland im Herbst dabei und hat die Schwester von Gudrun Enslin, Christiane Enslin, kennengelernt und aufgrund dieser Gespräche mit ihr eben diesen Film gedreht. Weiterhin gehört zu diesem Film Stammheim von Reinhard Hauff von 86, Todesspiel von Heinrich Brilleur von 97, der Bader-Meinhof-Komplex von 2008 und dann nochmal ganz aktuell der Tatort Der rote Schatten von Dominik Graf, der am 15. Oktober das erste Mal ausgestrahlt worden ist. Die genannten Filme haben die Ereignisse des deutschen Herbstes über die 4 Jahrzehnte hinweg immer wieder dargestellt und haben rückblickend die Sicht auf die Ereignisse durchaus verschieden inszeniert und damit sozusagen zu einem immer wieder veränderten Perspektiven beigetragen. Der letzte Film in der Reihe, Der rote Schatten, eben dieser Tatort von Dominik Graf, kann man sogar als eine Aufforderung und Provokation dahingehend verstehen, eben diese veränderten Sichtweisen und Überschreibungen kritisch zu hinterfragen. Graf, damit ende ich jetzt auch gleich meine kleine Einführung. Graf hat nämlich für seinen Tatort einen Fall konstruiert. Ich weiß nicht, ob Sie ihn gesehen haben. Dessen Spuren zu ehemaligen V-Männern und zu den Umständen vor allen Dingen der Todesnacht in Stammheim und vor allen Dingen zu der Frage, ob der Tod der Terroristen eindeutig Selbstmord war, wie es sich als These mittlerweile durchgesetzt hat oder doch staatlich sanktionierter Selbstmord oder sogar Mord gewesen sein könnte. Der Film hat vielleicht, haben Sie dies in den Medien mitverfolgt, eine heftige Debatte ausgelöst, an der sich unter anderem Stefan Aus, der Autor des Sachbuchs Der Bader-Meinhof-Komplex, Gernhard Baum, der damalige Innenminister, sowie Frank-Walter Steinmeier beteiligt haben. Historischer Hintergrund der Debatte und von Grafs Provokation ist, dass der ganz genaue Verlauf der Nacht vom 17. auf den 18.10.1977 und die genauen Todesumstände der Inhaftierten nie zur Gänze aufgeklärt worden sind. Die These, dass die RAF-Leute vom Staat ermordet wurden, war allerdings nach 1977 Rekrutierungsargument Nummer 1 für neue Mitglieder der RAF. Noch in Deutschland im Herbst, Sie werden das sehen, aber auch später in Margarete von Trotters Die bleierne Zeit, wird diese These noch für möglich gehalten. Erst mit Heinrich Brilleurs Todesspiel von 1997 hat sich dann die von der Staatsanwaltschaft und Justiz vertretene Lesart des eindeutigen Selbstmordes durchgesetzt. Grafs Tatort macht uns mit seiner Provokation, er hat nämlich fiktional beide Möglichkeiten, die des Selbstmordes und des Mordes in seinem Tatort inszeniert. Grafs Tatort macht uns mit seiner Provokation darauf aufmerksam, dass Filme einen durchaus sehr großen Einfluss auf unser Bild politischer Ereignisse und auf die Erinnerung an politische Geschichte haben. Deutschland im Herbst mit seiner Reflexion auf das Thema Öffentlichkeit und Meinungsfreiheit hat auf seine Weise und im damaligen Kontext ebenfalls darauf aufmerksam gemacht. Ich wünsche Ihnen, ein interessantes Sehen und vielleicht Wiedersehen von Deutschland im Herbst. Vielen Dank.